Willkommen zu Road to F1 23, heute in Formel 1 2014. Es ist bald soweit, in ein paar Tagen kommt es raus und deswegen ja, ist unsere letzte Reise hier noch einmal durch die Game-Welt. Und wir sind heute eigentlich in Formel 1 15, werden aber uns den 2014er Teil angucken. Denn das gab es ja auch, man durfte in Formel 1 15 noch die 14 Autos auch fahren. Wir werden mal einen schnellen Überblick darüber werfen, welche Strecken es so gab. Australien, Malaysia, und da war die Strecke zuerst so erstmal. Bahrain, China, Spanien, Monaco, Kanada, Österreich, Großbritannien, Deutschland, sehr geil Hockenheim. Ich liebe die Strecke. Ungarn, Belgien, Italien, Singapur, Japan, Russland, USA, Brasilien, Abu Dhabi, Australien, Malaysia, Bahrain, China. Also, da waren wir schon, Blödsinn. Ich bin sehr gespannt und ich frage mich auch, welche Strecke. Kann man hier Zufall nehmen? Na, schade, leider nicht. Wir werden aber auf jeden Fall eine Strecke nehmen, die wir nicht so oft fahren. Und es ist auch was ganz Spezielles, es ist die Last to First Road to F1 23. Und das bedeutet, wir werden von ganz hinten starten und uns probieren, durchs Feld zu fighten. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos und lasst auch gerne ein Däumchen rum da, dass ihr nichts verpasst. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, jetzt eingeblendet. Und wir werden ihn, ja, wir werden mal erst nehmen. Ich mag die Strecke. Bei Red Bull fahren noch, ja, Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Dann haben wir hier Lewis und Nico. Sehr cool. Du bist dann, ja, 2016 eher Fan geworden. Fernando und Kimi. Sehr geil, fahren auch beide, habe ich auch beide gefeiert, Romain Grosjean und Pastor Maldonado, das Crash Kitty und auch unter anderem, jo, die neue Ikone in Formel 1, Bottas und Kevin Magnussen, damals vielleicht noch nicht so ein Asi, Hülkenberg und Perez, auch sehr ungewohnt die beiden, Adrian Sutil und Esteban Gutierrez, auch cool, war ewig Ersatzfahrer, Jean-Éric Vergne und Dani Kvyat. Jean-Éric Vergne natürlich ein toller Formel-E-Fahrer noch aktuell. Massa und Bottas. Und hier bei Marussia haben wir noch Jules Bianchi und Max Chilton. Caterham gab es auch noch. Ja, die nächste Icon. Kamui Kobayashi. So schwierig sein Vorname. Und Marcus Ericsson. Sehr cool. Er hat erst die Indy, glaube ich. Indy 500 oder so hat er gewonnen. Also sehr cool. Oder führt, glaube ich, die Indy oder so an. Ich weiß nicht genau. Aber wir werden natürlich eins der drei Top-Teams nehmen. Und ich glaube, weil Fernando aktuell so rasiert, muss ich eigentlich Fernando Alonso nehmen. Hier sind wir nun in Malaysia, der Rennstrecke am Rennsonntag. 25%, von ganz hinten wird es losgehen. Und hier haben wir die Top, ja, oder halt mal die hinteren 22, also die hinteren 11 Leute. Bis zum 10. Platz. Und dann haben wir das ja. Es war auch tatsächlich so in der richtigen Formel 1. Die Aufstellung gab es wirklich so. Fand ich auch irgendwie okay. Aber die Abstände sind ein Wahnsinn. Lewis hat 6 Zehntel Vorsprung zum Zweitplatzierten. Strategiemäßig werden wir wahrscheinlich mit dem Prime starten. Kann man die bearbeiten? Wähle deinen Startreifen. Okay. Achso, sie bauen dann die Strategie um. Okay. Gut, das ist okay. Sprit oder so, glaube ich, kann man nicht aussuchen. Let's go. Wir nehmen hier mal die versetzte, weil die hatte ich echt gerne. Und das Handling wird wieder ein Traum werden. Let's go. F1 2014. Hier in unserem Countdown. Und ja, unser Start war eher grottig. Wir müssen uns eher zurückhalten. So, hier gehen wir mal rein. Bisschen vorsichtig. Denn ja, Adrian Sutil. Wir müssen uns, außen ist natürlich gerade nicht so gut. Der eher semi-verlief. Beim Anbremsen wird das Auto ein bisschen rutschig, fällt mir auf. Das ist vielleicht auch dieses, die spezielle Fahrphysik in dem Game. Da kommt es zur Berührung zwischen Gutierrez und Adrian Sutil. Wir probieren hier ein bisschen außen zu gehen. Ja, und es reicht wirklich. Wir gehen hier außen an beiden vorbei. Jules Bianchi, der ist in diesem Jahr leider tödlich verunglückt. Nur, er war, glaube ich, auch ein guter Freund von Fernando. Der hat auch viel Potenzial in ihm gesehen. Ich mag die Ansicht auch. Da gehen wir hier mal ein bisschen frech rein. Und das ist P16. Ich glaube, auch mit der Strategie kann man ein bisschen was machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Reifenunterschied hier gravierend groß sein wird. So, da. Aber hier Pastor Maldonado im Lotus.
Ich glaube, die hat das auch echt gern gemacht. Die waren so cool, Valencia, Venezuela hinten auf dem Frontflügel, auf dem Heckflügel drauf, sehr cool. Und das ist P15. Daniel Kwiat, der arme Junge, den alles von Max Verstappen weggenommen wurde. Und jetzt wird ihm noch sein 14. Platz weggenommen. Romain Grosjean. So, da können wir besser raus. Ah, die Pace von diesem Ferrari ist schon unnormal krass. Ich meine, natürlich war jetzt der Ferrari nicht das WM-Auto von 14, aber ich glaube auch, Ferrari war damals natürlich wieder in den Top 3 vertreten. Ich habe auch Alonso so die Daumen gedrückt. Es war seine letzte Season bei Ferrari. Trotzdem nichts geworden, leider. So, jetzt Jean-Éric Vergne. Der Junge hier, oh mein Gott, ja, beim Rausbeschleunigen ordentlich rutschig. Und auch beim Anbremsen, du rutschst regelrecht über die Vorderachse. Und da gehen wir ganz spät. Okay, da gehen wir nicht spät. Okay, er hat ein bisschen Angst bekommen. Da können wir, da können wir reingehen. So, lala. Oh, jetzt haben wir schon eine kleine Gap hier zum Paris. Malaysia war schon eine schnucklige Strecke, muss man sagen. Ich fahre hier auch auf schwer. Aber das ist anscheinend dann doch zu einfach, denn die KI lässt sie... Ja, sorry, Perez, das wollte ich wirklich nicht. Geh vorbei wieder. Saudala. Und hier mager Benzin. Die bremsen so verdammt früh. Also du könntest viel später bremsen, als die KI hier bremst. Das ist natürlich toll für uns. Wir sind in der zweiten Runde und sind gleich in den Top 10. Ich fühle mich wie Verstappen letztes Jahr in Spa. Es ist zu geil hier. Einfach mal durchzubrettern. Oh mein Gott, die Kurve macht so ordentlich Bock. Die Kurven machen gefühlt alle Bock. Ein bisschen spät auf der Bremse. Ja, diese Betonwälzer, die kriegen auch keine Temperatur gefühlt. Also guckt euch das an, die sind hinten immer noch kalt. Also simulationstechnisch sehr, sehr cooles Game. Und da können wir innen vorbeigehen. Halleluja. Wir werden mal auf Standard gehen, denn seitdem ich auf Mager bin, geht auch irgendwie nichts mehr. Magnussen, eben sehr, ja, würde ich mal sagen, faden McLaren, der ist nur Silber. Guckt euch das Auto mal an, ekelhaft, echt ekelhaft. Auch die Autos generell in der 14er Season waren grottig hässlich. Man hatte hier wirklich nur irgendwie diese, ja, Sexspielzeugnasen. Würde ich jetzt mal sagen, also diese, ja, Nasen, die so wegstanden. Und auch der Ferrari war an sich nicht gerade das schönste Auto. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, diese abgebrochene Nase vorne. Naja, jeden das seine. Wie fandet ihr dieses Design? Oder kennt ihr das Auto überhaupt noch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin kein großer Fan davon gewesen, war natürlich ein Riesenfan von Alonso. Deswegen auch ein bisschen damals vom Auto. Aber, ja. Es gab auf jeden Fall die schöneren Ferraris. So, jetzt sind ein bisschen das Problem. Jenson Button, mein zukünftiger Teamkollege hier. Der war ja auch, ist natürlich Weltmeister. Und wir waren ja dann bei, wo war das? Bei McLaren waren wir Teamkollegen. Also ich bin einfach nur zu ihm gekommen. Nur leider war ja McLaren dann damals wirklich eher so irgendwo im Nirgendwo zu Hause. Der Helm war echt cool von Fernando. Und ich sollte das DRS nicht immer missen, denn das kann natürlich vieles an Zeit bringen. Jetzt waren die ersten schon in der Box und der kommt direkt... Nein, das ist nicht Box. Felipe Massa bei Williams damals. Ja! Ich habe es ich mir auch ausgesucht. Purple auch im zweiten Sektor und ich glaube, das könnte eine neue schnellste Rennrunde werden. Hier gehen wir ein bisschen außen. Das geht einfach nicht. Man probiert hier neben der Ideallinie anzubremsen und diese, ja, man rutscht hier so unnormal. Aber jetzt gehen wir hier an Kimi Räikkönen vorbei, einer echten Legende. Wirklich, für mich einer der legendärsten Fahrer der letzten Jahre. Yo, wie wir hier rutschen. Da geht Kimi fast wieder innen vorbei und er geht aber auch nicht in die Box. Das reicht für die schnellste Rennrunde, eine 1:43.001 und ja... Wir sind P3, weil schon einer in der oder schon einige in der Box sind. Jetzt hast du natürlich einen kleinen Overcut zu Valtteri jetzt vor uns. Jetzt hast du einen kleinen, oh mein Gott, wie weit der Mercedes weg ist. Valtteri geht auch in die Box rein und wir werden knapp aber doch die Führung übernehmen in diesen Rennen heute. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal.
Aber es sieht leider so aus, als ob wir da jetzt nicht gerade richtig mithalten könnten. Aber die Pace auf den Straights ist echt abnormal. Wie schnell wir auf den Geraden sind oder generell die Autos dieser Zeit. Also der Williams war schon eine Rakete. Und jetzt hoffen. Leute, jetzt geht's in die Box rein. Wieder unheimlich spät an der Bremse. Alter, was ist das für eine komische Boxeneinfahrt? Ist die breit? Deswegen konnte auch, nein, das war glaube ich nicht hier, oder? War das hier mit Vettel oder ich glaube, das war in China? Sondela, wir sind jetzt in der Box. Haut mir die weißen drauf. Die schauen aber benutzt aus. Da ist aber keine Schaden drauf. Erster vorbei, zweiter vorbei. Wir kommen das dritte aus. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind aktuell. Jetzt ist gerade mal Nico vorbei. Und da hinten kommt Valtteri Bottas. Wir nehmen Bottas leider das Podium weg. Aber wir werden natürlich noch ein bisschen auf mehr gehen. Ich will hier den Win. Und es sind aktuell nicht viel. Das schaut mir aus wie 6, 7 Sekunden zu Lewis. Das kann man schaffen in 5 Runden. Wir waren jetzt auch teilweise eine halbe Sekunde schneller als Hamilton. Nico hat hier richtig Probleme mit diesem Steinreifen, wie ich ihn gerne nenne. Denn der Reifen ist... Ich trottelbremse wieder viel zu spät. Es ist die scheiß Kamera, for real. Ich nehme jetzt mal die hier. So. Da können wir außen an Nico dranbleiben. Ja, und der kommt einfach rüber. Macht man das so? Das gucken wir uns aber jetzt in der Replay mal an. Was hier abging. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, der Sieg wackelt jetzt doch. Ja, der Move von Nico hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Es ist die schnellste Rennrunde, aber halt nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich würde sagen, wir gucken trotzdem mal. Also die Strecke erinnert mich mit jeder Faser ein bisschen an China. Gerade die erste Kurve ähnelt so hardcore China. Sie ähnelt so hart China. Und auch hier dann diese schnelle Fahrt zu einem Knick. Das ist auch so ein bisschen China. Aber trotzdem, Malaysia auch toll, wirklich. Ich würde hier wirklich einmal noch ein Rennen gern sehen. Und Petronas war ja halt auch... Ja, da gehen wir jetzt außen vorbei. Petronas war halt auch immer in damals ein richtig großer Sponsor der Formel 1. Ist, glaube ich, ja noch immer noch von Mercedes, oder? Jetzt holen wir uns noch Lewis, Leute. 3 Runden zu gehen. Lewis ist knappe 3 Sekunden weg oder so. Und ich sage euch, Ende nächster Runde sind wir an ihm dran. Sind wir hier Nico dran, an Lewis dran. Können wir Hamilton noch in dieser Runde holen? Oder wird es doch ein Fight bis zur letzten Runde? Also da ist es jetzt schon, aber... Ja, da kann ich nicht vorbei, da ist kein Platz. Ja, da geht's, aber da kann ich nicht draufhalten. Jetzt heißt es natürlich, ihn zurechtlegen. Ja, hier. Gehen wir vorbei. Lewis, wir übernehmen die Führung. Puh. Sprit wird knapp. Sprit wird knapp, Leute. Aber es ist eh der letzte Sektor. Ja, hier nehmen wir noch einmal den Kies mit. Es waren sogar noch mal 2 Zehntel schneller, aber die habe ich, glaube ich, jetzt im Kiesbett weggeworfen. So. Und einmal noch 5 Sekunden Vorsprung zu Lewis Hamilton. Und 4,5 nochmal dann zu Nico Rosberg. Zu Brittany. Hier einmal noch diese Kurve hier. Die hätte ich echt verfluchen können. Die war echt schwierig. Und ich würde sagen, wir haben es gemeistert. Wir haben es geschafft, hier in Malaysia vom letzten Platz aus zu gewinnen. Die letzte Kurve noch einmal smooth mitnehmen. Das war sehr smooth. Rausbeschleunigen. Und die Jacket Flag. Wir haben es geschafft, Leute. Es ist nicht die schnellste Rennrunde mehr geworden, aber wir gewinnen hier in Malaysia. Was für eine starke Leistung in F1 2014. Hier in unserer Road to F1 23. Fernando steht ganz oben. Und ich würde es noch in Spanien gönnen, dass er den Win holt. Aber ich glaube, die Chancen sind eher sehr gering. Da muss ich schon ein bisschen hoffen, dass die beiden Red Bull zusammenfahren. Aber ich wünsche natürlich keinen was. Wir haben auch endlich eine Siegerehrungsanimation. Die gab es ja bei den anderen Rennen alle nie. Finde ich echt toll. War eigentlich revolutionär, das Game. Wenn man so will. War ziemlich cool. Nico und die Game Face ist auch sehr toll.
mein Teamkollege wurde Fünfter, Valtteri Bottas Vierter. Und wir sind vom letzten Platz gestartet und konnten es wirklich schaffen, zu Bottas 28 Sekunden Vorsprung rauszufahren. Also das ist so krass, Leute. Abonniert unbedingt gerne den Channel, kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen oben, dann schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio und bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.